bereits zahlreiche Theaterstücke geschrieben, Hörspiele, auch ein Erzählband oder ist ein Roman? Erzählung. Und habe einen Text braucht, mit dem ich mir ein bisschen schwer getan habe bei dem Text insofern, weil er den ohne Punkt und Beistrich durchgehend in Kleinschreibung geschrieben hat. Aber es passt dazu. Da es aber an und für sich als für einen Schauspieler als Monolog gedacht ist, habe ich mir erlaubt, mit Beistrich und Punkten den dann als Buch zu bringen. War trotzdem ein bisschen verunsichert, wie kommt es an. Der Eugen Partner hat es bereits gelesen und hat mich sofort angerufen und hat ganz begeistert gemeint, es ist der stärkste Text, den er seit Jahren gelesen hat und das erinnert ihn an Samuel Beckett's Prosa. Und für mich, Kurzform ist einfach, es ist eine Anleitung, zum wahnsinnig werden, also wer es noch nicht ist, kann es da lernen, dass es endlich so weit kommt und auch in den Wahnsinn verfällt. Und wir haben die erste Möglichkeit gehabt, das vorzutragen in Martin Kerstings Salon eine Aufführung zu machen. Wir haben uns entschlossen, den Text, der eigentlich ein Monolog ist, in zwei Teile zu teilen. Und normalerweise, also bei der ersten Versuch, hat die Eva Philipp mitgewirkt, aber die kann heute leider nicht, weil das erste Wiener Lesetheater heute eine Lesung zum Thema Wannsee-Konferenz hält. Sehr verehrt, ja, und das ist nur ein Ausschnitt aus dem Gesamttext, ja. Also ungefähr ein Viertel, was wir euch bringen heute. Sehr verehrte Linde, sicher wirst du dich schon nach dieser ersten Zeile fragen, was mich bewegt, dir diesen langen Brief ins Haus zu jubeln. Sei versichert, dass du nach Beendigung dieser Schrift um vieles klarer sehen und mich besser verstehen wirst. Beginnen wir mit der Tatsache, dass du von meinem Bruder Hugo schon ein halbes Dutzend Jahre geschieden bist und ich entschied, Abstand zu nehmen oder dir am Vorgefallenen irgendeine Schuld zuzusprechen. Dass er nach der Trennung völlig mittellos und ohne festen Wohnsitz war, da du ihm den Eingriff in eure Ersparnisse verweigertest, mag zum Teil verständlich sein. Es ist natürlich auch in Betracht zu ziehen, dass ich meinen Bruder damals nach eurer Scheidung gut 2 Jahre aus den Augen verlor und mich meine Pirschgänge nach Hugo in die abstrusesten Gegenden und Winkel unserer Stadt führten, wodurch ich nach einigen Monaten in Männerasylen und Wohlfahrtsküchen eine pikante Erscheinung wurde. Wenn ich nach seinem Namen fragte, stieß ich nur auf verständnislose Blicke und meine Suchaktionen waren im wahrsten Sinne des Wortes für den Hugo. Nachdem ich sämtliche Spitäler und Privatkliniken abgeklappert hatte und sich auch ein Nachforschen auf den Polizeirevieren als Flop herausstellte, begann ich mich mit der Vermutung abzufinden, dass er sich stillschweigend ins Ausland abgesetzt hat. Weil ich von einer angeratenen Vermisstenanzeige Abstand nahm, war ich am Ende meiner Weisheit und befürchtete, dass mein Bruder vielleicht nicht mehr unter den Lebenden weilte. Soweit also meine, oder besser gesagt Hugos, und auch deine Vorgeschichte, die mein Bruder vor 4 Jahren beendete, als er plötzlich, noch dazu bei strömendem Regen, vor meiner Tür stand und ich anfänglich an das in dieser Zeit zunehmende exotische Ausierergesindel oder an einen Landstreicher denken musste. Doch als er mich mit seinem stolz gewordenen Blick anstarrte und mir meinen Namen neu gab, ließ ich ihn rasch eintreten. Dass er seinen von Wasser triefenden Mantel erst nach seinem Erkundungsgang ablegte und überall Nässe hinterließ, schien ihn nicht sonderlich zu berühren. Eigentlich war nur mehr wenig
von meinem früheren Bruder Jüri geblieben. Und ich begann mich schon zu wundern, da mir sonst ein fast buckelähnlich verbogener Rücken nunmehr völlig gerade und ebenmäßig vorkam. Wie er so dastand, staunte ich immer mehr. Irgendwie war er wie von einem anderen Kontinent herübergesprungen und trug nun würdevoll seine Wiedergeburt zur Schau. Aus Angst, ich könnte ihn verstimmen und nach dieser langen Abwesenheit wieder verlieren, bot ich ihm sogleich einen Platz auf dem Sofa an. Seine Hände ruhten auf einem Lederbündel und er tat, als wäre er allein, sodass ich einen leichten, kumpelhaften Stups an sein Knie wagte. Er hob sein Haupt und richtete das rotgebrannte Gesicht mir zu. Vielleicht machte ich damals den gröbsten Fehler, indem ich seiner fremden Stimme antwortete, dass ich nun allein lebe und er natürlich sein Unrecht voll in Anspruch nehmen kann. So waren dem Unheil Tür und Tor geöffnet. Wie zur Genugtuung nahm er ein scheußliches Stück Dorffleisch aus der Ledertasche, begann genüsslich zu kauen, wobei er seinen Speichel laut schmatzend im Mund hin und her schob. Ich wandte mich angewidert ab und wollte ihm eine Serviette reichen, damit er sich den bräunlichen Schleim, der seinen Mundwinkeln entwich, abwischen konnte. Doch diesen hatte er bereits auf seinem Handrücken verteilt und ich legte die Serviette vor ihm hin, da mich die Vorstellung rasend machte, dass er mit seiner schleimigen Pfote an die Möbel oder gar an die Tischdecke geriet. Ich verfluchte diese nichtsnutzigen Verwandtschaftsverhältnisse, die mir bis jetzt nichts als Ärger eingebracht hatten. Trotzdem gebat ich mir Ruhe, spülte dem beglückten Gastgeber. Hugo stand auf, ging über den Teppich. Stolzer Pfau schreitet wie Jesus übers Wasser oder umgekehrt. Er reckte seine Brust heraus wie ein balzender Auerhahn. Er streckte sein penetrantes Kinn auch majestätisch hervor, als sei er der leibhaftige Gaius, welcher den blutigen Schlachtpudding mit seinem Blickschweif durchgeilte, in ihn gefahren. Ich musste ansehen, wie dein ehemaliger Mann seine Hand mit der anderen kreuzte und bedächtig raunte. Es freut mich, dass sich unsere Wege kreuzen. Mit einem verächtlichen Pa ließ er sich auf dem Teppich nieder und zwar so, dass er im Schneidersitz dasaß und mich nochmals mit seiner Armkreuzungsbegrüßung provozierte. Hier muss er sich erstmals entschuldigen, dass ich meinen Schreibfluss unterbreche. Denn die Aufräumefrau nähert sich meinem Büro und ich kann unmöglich diese protokollarischen Dinge von mir geben, wenn ich weiß, dass in meiner Nähe Staub gewischt wird, wo gar keiner liegt. Ganz nebenbei ähnelt diese Unperson dir, liebe Linde, auf eine ganz raffinierte Weise. Ein Mundwerk hat die. Frech, sage ich dir, ist doch ein Ausdruck, denn sie ist regelrecht schamlos. Jawohl. Und das werde ich ihr bei nächster Gelegenheit auch gründlich sagen. Vielleicht geht ihr dann endlich ein bisschen auf. Fragt mich diese Bohnenstange neulich ganz unverfroren, ob ich mein Pensum nicht wie meine Kollegen in der angemessenen Arbeitszeit erledigen könne. Damit muss ich mich also herumschlagen. Mit meinem Bruder, der offensichtlich nichts mehr mit der Realität unserer Welt anfangen kann, und mit einem Trampel, dem der Putzlappen um beide Ohren geschlagen gehört. Jetzt wendet sie mir ihren Rücken zu. Nichts auf der Welt kann mich von meiner Befürchtung befreien, dass dieses S-förmige Krümmung im oberen Drittel nur die Wirbelsäule aus einer physischen Hülle sein kann. Dieses Weib übt eine magische Kraft auf mich aus, sodass ich mich in einem Zustand des automatischen Schreibens befinde, der zwar meine Gedanken wiedergibt, mit meinem Willen des Verfatzens dieser Gegenwärtigkeit jedoch nichts gemein hat. Ich werde auch jetzt nicht damit aufhören können, dass ich diese Frau an die übrigen Tische heranmacht, diese abräumt und besprüht und mich aus einem irrwitzigen Winkel angrinst, sodass ich die schmerzende Hand spüre und in eine hypnotische Arbeitswut hineingeworfen werde, die aus dem Zwang des Berichtens heraus existiert.
wüsste ich nicht ganz genau, dass du keine Schwester hast. Ich könnte schwören, nur diese Frau hier käme in Frage. Allein ihr Blick ändert an deine Welt. Und den vielen Jahren, die du mit Hugo verheiratet hast. Heute lässt sie sich Zeit, wischt langsam, fast bedächtig, so als würde sie die Säuberung der Tischplatte ganz besonders genießen. Ich lächle ihr zu, um etwas von dem Eis zu brechen und den Gras an meiner Erklärung zu erhaschen. Es ist vergeblich. Alles an ihr erscheint mir wiederum so unwirklich, so gar nicht in diese kühle Logik dieser Büroräume passend. Sie trägt heute schon wieder ihre grellroten Gummistiefel, obwohl es seit Anfang der Woche weder schneit noch regnet, sondern nur kalt ist. Diese ausgetretenen und wirklich ganz unmöglichen Dinge passen bestens zu ihr. Ja, ich sogar behaupten, wenn nicht dieses grässliche Schuhbett wäre, müsste sie ihre Person mit einem speziellen, scheußlichen Ramschmutt bekrönen. Aber so untermauert auch das grellrote Gummi hervorragend ihren Lebensweg. Wenn ich mit ihr irgendetwas besprechen könnte, aber mir fällt rein gar nichts ein. Sie macht einfach alles gründlich sauber in der Zeit, in der ich eigentlich von Hugo berichten will. Wie kommt es nur, dass sie sich die Gedanken an ihn so strikt sperren, dass mir die ganze Erinnerungswelt abhanden kommt und ich angesichts dieser Frau von nichts anderem berichten kann? Mein Blick haftet abwesend auf Papier und Wand, über deren Ziffernblatt mir wie eine Roulette vorkommt. Manchmal treffen sich meine Blicke mit den ihren und Wallung und Flut durchströmen meinen Körper und branden gegens Herz, was mir wie ein Stechen und Drücken verursacht. Sie kommt jetzt näher und macht sich am Schreibtisch zu schaffen. Sie beobachtet mich, kaum, was mich rasend ärgert. Sie stößt die kleine Standuhr um, tut, als wäre es meine Schuld. Was bin ich auch so blöd, anstelle sie ihren erhabenen Wischbahn. Da muss der Lappen ja anstreifen und das filigrane Ding von überkippen. Sie riecht. Und wie? Du kannst dir diesen Geruch nicht vorstellen, wenn er sich dir nicht selbst in die Nase drängt. Sie entfernt sich und kommt wieder. Sie geht in die Nische neben der Garderobe und bedient die Trinkwasseranlage, was hoffentlich ein Zeichen dafür ist, dass sie sich bald aus dem Staub macht. Jetzt stellt sie mir ein Glas Wasser hin, das ich ihr am liebsten über den Kopf schütten würde, aber da ich meine rechte Hand nicht frei habe und ein ausgesprochener Rechtshänder bin, kann es weder zu einer Putzfrauentaufe kommen, noch kann ich meinen Durst stillen, da meine Rechte den geheimen Schreibauftrag unbeirrt fortsetzen muss. Sicher denkst du daran, dass ich mit dieser Person schon früher verkehrte, aber da irrst du dich gewaltig und das Einzige, was mir an ihr bekannt vorkommt, sind unleugbare Merkmale, die sie mit dir gemeinsam hat. Wo steckt sie jetzt bloß wieder? Ich wünschte, sie wäre schon draußen bei der Tür. Kann sie auch nirgends ausfindig machen. Plötzlich höre ich hinter mir das Schneiden einer Schere, das mich nicht wenig erschreckt. Und während ich weiterschreibe, drehe ich mich um und sehe beim Anschnipsel der verdorrten Ränder meiner Gummibaumblätter zu, worauf sie mir einige bräunliche Streifen entgegenfächelt. Sie schlurft nur an mir vorbei, stellt die Sessel an den anderen Tischen ordentlich hin, was mir wie ein Hohn vorkommt, in Anbetracht dieser grellen Stiefel, die man gar nicht erst herstellen sollte. Höchstens für Schulkinder. Da wir zufällig mit einem Moment Blickkontakt haben, deute ich auf meine kleine Standuhr und erhoffe ihrerseits genügend Verständnis, dass sie endlich diese Räumlichkeiten verlässt. Nichts dergleichen geschieht. Vielmehr sieht sie sich bemüßigt, die Uhr in ihre Hand zu nehmen, sie zu drehen und nochmals zu reinigen. Na bestens. Dass sie sich auch dabei wiederum enorm viel Zeit lässt, brauche ich wohl nicht zu erwähnen. Jetzt ist sie endlich mit der Uhr fertig und hält sie mir vor die Nase. Na, was soll ich denn damit? Es ist 7:30. Na und? Deutliche Achselzucken, indem ich das schreibe und komme dahinter, dass es vor 10 Minuten 7:30 war. Ich befürchte, dass sie es auch überrissen hat und dass sie nach einer passenden Batterie ausschalten wird. Was hindert mich eigentlich daran, ihr einen Heiratsantrag zu machen? Die Winde bestimmt Wurzel schlagen, die Uhr steht wieder auf ihrem Platz und ist auch schon richtig eingestellt. Allmählich reagiert sie auf meine Signale, oder täusche ich mich nur? Endlich, es ist ein Wunder, das Ding bewegt sich zur Ausgangstür hin, aber zum Teufel lässt sie einen dämlichen Kübelwagen und all das Zeug zurück. Ich befürchte Schlimmstes. Geschossen hat er also nicht auf mich. Und hätte ich damals im Moment der Bedrohung schon gewusst, was in seinem Bündel versteckt war, ich hätte ihn wahrscheinlich ausgelacht. Ich umkreiste Hugo und spürte, dass er mich auch
dann beobachten konnte, wenn ich hinter ihm stand. Er begann sich sanft zu wiegen, wobei er einen seltsamen Singsang murmelte. Nicht, dass du jetzt glaubst, mir wären fremdländische Kulturen fremd und die der amerikanischen Ureinwohner genauer gesagt, denn ich habe schließlich auch meinen Karl May gelesen und das nicht zu knapp. So intensiv mir meine Beobachtung auch gestaltet, ich konnte Hugo fast nicht mehr als meinen Bruder erkennen und befand mich in einer total konfusen Situation, was seine Metamorphose anbelangt. Rein optisch hatte sich Hugo nämlich sehr vorteilhaft verändert. Ein Naturbursche mit exotischem Flair. Mein mickriges Beamtenleben wurde mir durch diese ersten Minuten unserer Wiederbegegnung mehr als verleidet. Erst lief ich mir seinetwegen die Hacken ab, dann konnte ich seine Schulden bezahlen und nun vergelte diese nichtsnutzige Qualle mir auch noch meinen Beruf. Damals sagte mir mein Instinkt, und der täuscht mich wirklich ganz selten, dass es mit Hugo irgendwann zum großen Crash kommen würde. Das war für mich nur eine Frage der Zeit. Ich wurde angesichts der hünenhaften Gestalt des einst so schmächtigen Bruders eher kleinmütig und fragte mit Lispelstimme, Stimme, ob er denn jetzt so weit sei, dass ich ihn auf sein Zimmer geleiten könne und mich auch noch derart anbiederte, ihm stolz zu erklären, wie alles in seinem Zimmer von mir so belassen worden sei, wie er es am Tag seiner Übersiedlung verlassen hatte. Hugo quittierte das mit gleichgültigem Wohlwollen, peilte die Stiege an, sein Bündel sorgsam unterm Arm, demonstrierte mir sein Anrecht im ersten Stock, wo sich sein Zimmer befand, das schon immer uneingeschränkt sein Intimbereich war. Vor der Tür drehte er sich um, sah in den dunklen Flur Richtung Badezimmer, bewegte seinen Kopf, als würde er jemanden grüßen, und dann verwehrte er mir den Griff zur Türklinke, indem er mir wirsch die Hand wegschob. Er trat ein, nicht ohne sich vorher vor der Tür zu verbeugen, und gab mir dann ein Zeichen, dass ich noch zu warten habe, quasi diesen heiligen Augenblick meiner Wiederkehr genieße ich ganz alleine für mich. Er ließ sich Zeit und nahm sich die meine. War doch, was ging einen Wandstreicher auf das unscheinbare Dasein eines Bürohengstes und dessen notwendige Schlafbedürfnisse an. Ich blieb also ausgesperrt vor dem eigenen Haus stehen und fühlte ein leicht ätzendes Schmerz in meiner Kehle, der das Anzeichen einer beginnenden Halsentzündung war. Da stehe ich nun als armer Tor, noch bevor ich den Vers fertig rezitieren konnte, tat sich der Sesam auf und der Verschollene erlaubte mir, in meinem eigenen Haus ein Zimmer zu betreten. Er trat an die von ihm geöffnete Balkontür und stand in den wallenden Vorhängen, wodurch seine Gestalt einem Gespenst ähnelte. Obwohl der Regen erst vor kurzem aufgehört hatte, stand der Mond hell über Hugos Schultern und es war, als hätte er zwei Köpfe, einen Mondkopf und einen Menschenkopf, wobei ich mich nicht entschließen konnte, welcher nun ansprechbarer war. Am Bett hatte er sein Bündel ausgebreitet, jetzt wusste ich auch, warum er mich so lange hatte warten lassen, konnte kaum fassen, was in diesem Medizinbündel, Beutel, den er unter anderem dem Bündel entrollte, alles Platz fand. Von einer Puppe angefangen über Muscheln und Zähne, Krallen und schöne Federn zu Döschen und pulverisiertem Inhalt einer Bärentatze bis zu einer kleinen Trommel war hier alles in einem Kreis angeordnet, was von einer bestimmten Gesetzmäßigkeit zeigte, auf die ich mir keinen Reim machen konnte. Noch war das Bündel nicht zur Gänze geleert, sondern es verbarg sich noch einiges in dem bauchigen Leder, von dem ich nur zu gerne wissen wollte, was es eigentlich war. Er kam näher, wirkte sofort wieder bedrohlich und ich flüchtete hinter einen Blumentisch,
das in der Ecke stand. Entgegen meiner Befürchtung ging er jedoch an mir vorbei, ließ mich unbeachtet und wandte sich seinen Utensilien zu, hob sie auf seinen halbvollen Medizinbeutel, legte diesen gegen die Hüfte und tat, als würde er mit einem Gewehr auf mich schießen, wobei er unanständige Bewegungen mit den Lenden machte. Peng, peng! Er grinste, verspottete mich als Memme. Es war schon immer einer zu viel, entweder ich oder Hugo. Ein verdammt böses Spiel. Du konntest natürlich absolut nichts dafür, dass du das Objekt unserer Begierde warst. Dann kam die heiße Zeit, die Temperatur stieg und du wolltest dich nicht mehr in meinem Brustflaum kuscheln, sondern hingst lieber am Milchzahn von diesem Bubi. Der Vater registrierte das alles und er gab mir jedes Mal einen verächtlichen Klaps auf den Hinterkopf, wenn wir allein im Keller werkten. Jeden anderen hätte er eher akzeptiert als Hugo, der zu 80% nach Mutter kam und daher ein unverbesserlicher Träumer war. Er verzieh mir nie, nicht einmal in seiner letzten Stunde. Und dass ich das Haus für mich allein bekam, war nur ein übler Trick von ihm, um meiner Mutter und Hugo eins auszuwischen. Aber was zum Teufel macht diese Brustfrau hinter meinem Rücken? Wie lange sie schon hier ist, mir vielleicht sogar bei meinem Schreiben, dass sie wohl als beschämendes Geständnis auf was zuschaut. Ich sehe mich durch diese aufdringliche Person bemüßigt, gleich morgen eine Anfrage beim Chef einzubringen, was denn das hier soll. Jawohl, ich werde mich über sie beschweren. Dieses Weib ist total verrückt. Sie macht sich in den Aktenordner zu schaffen, spielt die Unschuldige. Jetzt räumt sie alle heraus und legt sie mir auf den Tisch, sodass ich fast nicht mehr über sie schreiben kann. Sie stapelt Ordner auf Ordner und pfeift ein Liedchen mit der Melodie von deinem Ton am Blue River. Nur Sand und Gestein, du träumst von der Liebe, doch für dich soll keine sein. Nachdem sie sämtliche Ordner ausgeräumt hat, beginnt sie jetzt mit einem feuchten Tuch das Regal abzuwischen. Jeder ihrer Bewegungen ist begleitet vom Knirschen der roten Gummistiefel, die ich nicht ausstehen kann. Du kannst doch sicherlich den Grund dafür erahnen. Gehen wir doch viele Jahre zurück. Erinnerst du dich mit mir, wie du vor Jahren immer mit den roten Gummistiefeln außer Haus gingst und sie damals ganz nett fandest, bis ich von deiner Tante erfahren musste, dass sie von meinem Bruder stammten? Als ich dich darauf zur Rede stellte, kamst du mit einem Bündel bunter Briefe in der Hand zurück. In der anderen Hand hieltest du eine Karte, die ich nicht mehr erkannte. Als du den von mir geschriebenen lapidaren Weihnachtsgruß vorlasest, wusste ich wieder, dass es die einzige Post war, die ich dir jemals aufs Land geschickt hatte. Und dann waren da noch diese Briefe mit prächtigen Sondermarken, ein ganzes Bündel. Als ich den Absender drauf las, wusste ich, dass Hugo das Rennen gemacht hatte. Weil sich dieser Cretin eben mehr um dich bemühte mit seinem Gedicht aus Gedichtbänken gestohlenen Metaphern. Das imponierte dir in deinen öden Winternächten auf dem Land, wo so gar nichts los war, außer die Leere und deiner Mithilfe bei der Bewirtschaftung des elterlichen Hofes. Wie du da standest mit den roten Stiefeln, dem kurzen Rock und mir die unscheinbare Postkarte zurückgabest, die dann natürlich nicht mit dem blumigen Bäckchen mithalten konnte. Da begann ich mich zu verfluchen und Hugo zu beneiden, wollte so gerne der blutarme Charmeur sein, der dir mit seinen Briefchen die Welt zu Füßen legte. Ich bin eben der prosaischere Mensch und so stand ich mit dir im Hof wie ein begossener Pudel. Ich sagte, dass ich das mit den Briefen niemals könne. Ich hatte Hugo vollkommen unterschätzt. Bravourös, wie ich alles wieder aufwärme, nicht wahr?
Person mit den roten Stiefeln und den Putzlappen, die noch dazu Ähnlichkeit mit dir hat, wie ich mir zumindest einbilde. Wegen der kann ich nicht vom Stift lassen, muss endlich alles nachholen, was versäumt wurde und muss seine Briefe mit meinem Geniestreich vom Tisch fegen, mit dicker Diplomatentinte, damit du in deiner tristen Sozialwohnung, in der es ziemlich kalt sein wird, endlich meine Briefe bekommst. Ganz persönliche, die du nicht gegen alles in der Welt eintauschen würdest und schon gar nicht gegen eine von Hugo, denn jetzt hältst du mein gigantisches Briefwerk in den Händen. Und es stillt deine Sehnsucht nach draußen und nach jungen Männern, die in den Sommerferien am Nachbarszaun stehen und Steinchen an den Fenster werfen. Währenddessen wischt die Putzfrau Ordner ab. Sie sieht zu mir herüber und ich erwidere ihren Blick, wodurch sie sich sofort von mir abwendet und beginnt, die Ordner fein säuberlich ins Regal zurückzustellen. Gerne würde ich sie nach ihrem Namen fragen, aber das Schloss an meinem Mund macht dieses Vorhaben unmöglich. Wie gesagt, sie das mit den Ordnern schafft. Kein Fehler in der Reihenfolge der Aufstellung. Sie wartet wohl auf ein zustimmendes Nicken, was ich jedoch verweigern muss. Denn der Brief an dich ist viel wichtiger als diese Ablenkung, dass ich erst jetzt an diesem Abend diese lange erwarteten Briefe verfasse. Sie schaut zum Fenster hinaus und drückt die flache Hand dagegen. Und ich sehe ihr Gesicht, wie es sich spiegelt und verzerrt, bis ich deinen Namen leise vor mich hinflüstere. Wie du jetzt lesen kannst, und du bestimmt neugierig bist auf deine Doppelgängerin mit den roten Gummistiefeln und dem riesigen Putzlappen, mit denen sie wieder zu wischen beginnt. Und schon ist passiert. Der Kaktuskipp streift die Zentralheizungsrippen und der Topf landet zerbrechend auf dem Fußboden. Jetzt hat sie die Bescherung, über die sie sich kein bisschen aufregt. Ja, es ist eher so, als hätte sie den Sturz geplant, indem sie durchs Fenster startet und abwechselnd mich und sich selbst anschaut. Und diesen Stups nicht aus einer kläglichen Bosheit heraus inszenierte, sondern vielmehr, dass es ein ganz bewusster Kaktussturz war, den sie wie ein Vorspiel oder eine Generalprobe im Kleinen abhielt, um mich vielleicht auf etwas Ungeheuerliches vorzubereiten, von dem ich nur vermuten kann, dass ich mit dem Erzählen aufhöre oder besser gesagt, sie mir ein Ende gewährt. Warum ich sie nicht hinausjage? Nein, niemals. Sie kickt den grünen Stacheldäumling gegen das Tischbein, die Schrecke hühnerhaft auf, was sie einen Lacher fürs Hochzeitsfoto kostet. Sie ist sicher eine vom Land, so geschickt, wie sie das Sandsubstrat mit dem Heufäustchen aufsammelt, und der Schalt sitzt ihr im Nacken, dass es beim Pferdestehen nur so wiehert. Die Erinnerung peitscht mich. Ihre roten Gummistiefel könnten genauso gut als Reitstiefel dienen. Du willst für dein Leben gern, hast du einmal erzählt, was wir dir alle gerne glaubten. Sie sieht sich nach einer Kehrschaufel um. Bestens. Sie sind nämlich im Keller und da der Fahrstuhl um diese Zeit nicht mehr benutzt werden kann, wird es lange dauern, bis sie wiederkommt. Ich kam in meines Bruders Zimmer zurück und saß eben noch auf dem Sessel, von dem ich mir wünsche, er wäre ein Schaukelstuhl. Hugo wandte sich dem Mineralwasser zu, öffnete die Flasche und bedankte sich bei der Quelle für die Erlaubnis der Abfüllung und das kostbare Prickeln aus dem Weg in seine trockene Kehle machen konnte. Bevor er einen Schluck ins Glas goss, benetzte er seine Fingerspitzen und träufelte einige Tropfen in die vier Himmelsrichtungen, wobei er auch mich benetzte, und ich ihm belustigt zur Rede stellte, warum er nicht auf den Balkon hinausginge und dort diese Zeremonie abhielte, da es meiner Meinung nach wegen der freien Aussicht und der Nähe zum Garten hin viel angebrachter sei. Wir waren noch keine Stunde im Zimmer, doch in dieser Zeit bekam dieser Raum unter Hugos Hand die Unschuld aus der Kindheit samt den damit verbundenen Träumen zurück. Vater langte mir aus dem Jenseits eine mit voller Wucht auf den Hinterkopf. Ich hörte das Rumoren, als er sich im Kram umdrehte und wusste, dass es Zeit war aufzustehen. Was ich tat, aber es half nichts. Ich wurde, obwohl ich stand, nicht größer, ja meine Stirn war höchstens einige Zentimeter über der Bettkante, die sich ganz verzagt zu wimmern anfing und meinen Vater herbeirief, der mich sogleich aus meiner misslichen Lage befreite, indem er mich barsch bei den Ohren packte und auf Mannsgröße hochzog, und hörte ihn noch sagen,
Geschwätzigkeit ist weibisch. Männer müssen Taten setzen. Das genügt und ist auch schon alles. Wie war eigentlich euer erster Abend? Ich lief hinterher, suchte euch in den Straßen, klapperte unsere Kaschemmen ab und stach mir mit einer Sicherheitsnadel, die ich in der Hosentasche trug, in den Oberschenkel. Mehrmals. Denn Kaschemmen gab es damals viele und noch mehr verschwiegene Hinterhofplätze mit lauschigen Lauben. Und jedes Mal bestrafte ich mich für mein Versagen, dass ich nicht fähig war, die Witterung aufzunehmen und dich seinem Biafra-Händchen zu entreißen. Hugo kehrte vom Balkon zurück. Ich wünschte ihm eine gute Nacht und brachte mich schleunigst aus der Gefahrenzone, um nicht auch noch einen Kuss abzufangen. Ich war müde. Ich hatte keine Ahnung, wie lange mir Schlaf gewährt wurde. Aber es musste zwischen 2 und 3 Uhr gewesen sein, da ich von etwas Unbestimmtem hochschrak. Nur das Klopfen eines Spechtes drang aus dem Garten, was ich jedoch nicht als Ursache meiner Schlafunterbrechung werten konnte. Nachdem ich mich auf die Seite drehte und die Ohren zwischen beide Polster geklemmt hatte, feuerte es geradewegs Gewehrsalven gegen mein Trommelfell, dass ich die Polster wegriss und im Bett ad acht stand. Das war eine Kriegserklärung und konnte mit dem Specht nichts mehr zu tun haben. Zwecks näherer Inspektion das Licht anknipste und bemerkte, dass Nägelspitzen vom Plafond ragten. Hugo schoss Nägel in den Zimmerboden. Und wer weiß, wie lang die waren. Von der spanischen Jungfrau hatte ich schon gehört. Mich wunderte sein Anflug von Gewalt. Und im Übrigen habe ich ihm nie zugetraut, dass er einen Nagel nur gerade hineinbrächte. Aber er tat es. Bedächtig kleidete ich mich an, obwohl der Morgen noch nicht graute, und trotzdem half mir dieser Anzug in bitterer Nacht, etwas von meiner Form und Würde wieder zu erlangen. Ich blätterte wahllos in Unterlagen, die ich mir aus dem Büro mitgenommen hatte, las, ohne wirklich bei der Sache zu sein. Vater sagte immer, wer nicht Liebe hat, muss Arbeit haben. Deshalb war er wohl auch in der Lage, rund um die Uhr zu schuften und hat mich zur selben Einstellung hochgezüchtet. Das Geschäft mit der Getränkezufuhr lief eine Zeit lang prima, bis der Getränkeerzeuger es sich leisten konnte, eigene Lastkraftwagen anzuschaffen. Danach blieben nur mehr die Sonderfahrten aufs Land, aber da war Vater schon alt. Und unsere beiden LKWs mussten immer öfter zur Reparatur und ihr Hafer kostete bald mehr, als sie an Leistung brachten. Dann kam meine Rebellion, nicht gegen ihn, den Vater, wie er mir vorhielt, sondern gegen das Geschäft, das keines mehr war. Und ich machte Hals über Kopf die Bürokaufmannslehre. Dass Hugo maturieren konnte, hatte er übrigens mir zu verdanken. Denn Vater ging in Pension und bevor die Autos zusammenrosteten, wurden sie verscherbelt. Das reichte für die Schule, was zwar Mutter deichelte, aber indirekt doch mir zu verdanken war. Vater wurde rasch blöd, obwohl er weder Soff noch die Zeit im Rotlichtbezirk totschlug. Mutter triumphierte damals über ihn. Sie musste lange auf ihre Stunde warten. Übrigens habe ich vergessen, Sie zu fragen, ob Sie den Alten jemals richtig gemobbt hatte. Ich war froh, dass ich mich damals auf den Staub machte. Und die Putzfrau kommt jetzt wieder. Kehricht, Schaufel und Handfeger im Anschlag. Macht sie sich sogleich am noch verstreuten Substrattest zu schaffen. Der Kaktus, von dem Sie noch keine Notiz nehmen, droht am Tischbein. Er gehört also noch mir. Soll mir noch zugeeignet sein, passt womöglich für meine Situation des Entwurzelten. Den Kaktus auf der Schaufel hin und her rollend, mir genau vor der Nasenspitze ihn immer weiter so weiter rollen lassen, dass er gerade nicht über die Kante kippt und mich ansprengt.
Sie ist meiner Person ganz sicher, als würde ich total gelähmt vor ihr liegen. Wieso sprechen wir nicht miteinander? Eine Frage, die sich oft stellen wird. Sie müsste doch Handschuhe verwenden, wenn sie den Kaktus wieder einsetzt. Zufällig sind in meiner unteren Lade Probierstücke und Werbegeschenke, wobei auch die Handschuhe nicht fehlen, die ich ihr nur rein und reiche, während ich weiterschreibe. Sie lenkt jedoch unwirsch ab, als könnte ich mir die Handschuhe sonst wohin stecken, und ich zucke zusammen, dass sie den stacheligen Kaktus mit der einen Hand im Wurzelbereich hält und mit der anderen wie ein Stiel oder wie ein irrigiertes Glied angreift, wobei sie trotz der Stacheln auch noch auf und ab fährt mit der bloßen Hand, wie du dir vorstellen musstest. Hat wirklich den Anschein, dass sie den Kaktus gar nicht in den Topf einpflanzen will, so arbeitet sie. Und muss doch ganz wund sein und sieht mich dabei an. Fixiert mich wie eine Viper, macht dieses unzweideutige Bewegungen. Sie weist den Dornstab in meine Richtung wie ein Wasserrohr, von dem ich trinken soll. Was soll ich davon halten? Und wie mich verhalten? Wer weiß, was sie noch im Sinn hat. Nun scheint der Spuk ein Ende zu nehmen. Sie blutet, das sehe ich ganz deutlich. Sie verzieht aber keine Miene, pflanzt den Kaktus und dessen stachelspitzen Blutstropfen hängen endlich in den Topf. Dann geht sie in einen Nebenraum und ich höre das Wasser rauschen. Anschließend kehrt sie zurück und öffnet eine Plastikhülle, woraus sie ein steriles Tuch nimmt und es um ihre ledierte Hand wickelt. Ich bleibe im Zweifel, ob diese Darbietung ausschließlich mir gilt oder sie die Show nur abzieht, um ihre Gestörtheit auszuleben. Es kann durchaus sein, dass sie sich hier einmal um die Stelle als Sekretärin bewarb und es Jahre später dann doch schaffte, aber eben nur als Putzfrau. Der Kaktus steckt also wieder zwar etwas ramponiert, aber er hat seinen angestammten Platz zurückerobert. Die Fenster, die nur jeden Samstag gereinigt werden, aber nicht von einer mit roten Gummistiefeln. Bisweilen läuft alles wie gehabt. Nicht zu viel Sprühmittel, alles schön verteilt, keine Unregelmäßigkeiten in den Bewegungen. Nur einen winzig kleinen Schönheitsfehler hat diese Putzperformance. Das Fenster steht sperrangeweit offen und sie leistet hervorragende Pantomime. Wirklich perfekt. Sprüht ins nächtliche klärende Treiben, das sich Bruder Mond an die Stirne tippt. Die Kälte hält jetzt Einzug, doch das nützt es dem heißen Kopf nichts mehr. Vom vergeudeten Sprühmittel bekommt auch der Kaktus ab und die roten Tropfen an seiner Spitze rinnen schäumend auf. Diese Frau ist einfach faszinierend, obwohl ich mit ihr nicht das Geringste anfangen könnte. Die Putzfrau zwinkert mir zu. Schon oft. Ich werde es mir nach Beendigung des Briefes sofort notieren, dass ich gleich morgen beim Chef vorstellig werde und ihn frage, ob sich unser Personal aus Patienten der psychiatrischen Abteilung rekrutiert. Oder man mit meiner Arbeit nicht mehr zufrieden ist und mich auf diese unehrenhaften Wege entfernen will. Ich sehe diese Frau an und sie hält problemlos meinem forschenden Blick stand. So, als wäre es das Natürlichste auf der Welt, was sie treibt. Diese Frau ist ein debiler Engel, der durch mein geschwitztes Blut wartet. Den Kübel, ihren Lappen, das Polierleder, ihren Scheibenwisch, ihren Handfeger, ihre Sprühkanne, alles das lässt sie zurück. Mein Gott, warum bestrafst du mich dermaßen in diesem Leben schon? Er schenkte mir ein wunderschönes Stirnband und ich ging ins Büro. Abends kam ich wieder heim, die Tasche unterm Arm und nahm die Post aus dem Kästchen am Zaun. Ob er Vogelkundler geworden wäre, fragte ich auf die kalte Kiefer hinauf. Hugo stieß statt einer Antwort hervor, er habe schon immer gewusst, dass auf mich kein Verlass sei. Natürlich sei ich zu feige gewesen, mit dem Stirnband in die Arbeit zu gehen, doch dadurch hätte ich die ganze Sache nun verjuckt. Ich stand wie von einem Pfeil getroffen und musste mir seine Anklage über meinen vermeintlichen Verrat anhören. Dann lamentierte er noch, dass er heute Abend den Zeitpunkt gewählt habe, um mit mir die Friedenspfeife zu rauchen. Aber ich hätte mich als schwacher, ungläubiger Mensch entpuppt und daher auch unwürdig, den Rauch seines Stammes einzuatmen. Von nun an wusste ich, dass Hugos Hirngespinste ganz konkrete Gestalt annahmen, und zwar in Form eines kuppelförmigen Gebildes, weswegen ich in Erwägung zog,
der städtischen Müllabfuhr eine Sonderfahrt zuzuschanzen. Ich steuerte zum Fremdkörper und musste erstaunt feststellen, dass nicht nur dieses Hoppy-Monster hier meine Umwelt verschandelte, sondern er auch noch ein ganzes Erdloch ausgehoben und zu einer Feuergrube gemacht worden war, in der zwischen glimmenden Hölzern Steine erhitzt wurden, die mein roter Bruder, dieser Trottel, aus der Gartenmauer gestemmt hatte. Damit passierte wohl, was ich schon lange befürchtet hatte, dass nämlich Hugo zu einem Rachefeldzug wegen unserer verhängnisvollen Weihnachtsaktion starten würde. Er hockte noch immer auf der Kiefer und starrte mich an. Spring nur, dachte ich mir, wie ich jetzt Vaters Autorität herbeisehnte. Mit einem Wort wäre dieser missratene Sohn zur Raison gebracht worden. Zuerst versteht er es, blenden, mir dich, liebe Linde, abspenstig zu machen. Und dann kommt er zurück, führt sich auf, als wäre mein Besitz sein Eigentum. Wieso gingst du nicht zu einer Hure, Vater, und erspartest unserer geschundenen Welt diesen Reserve-Winnetou? Dann schwang sich Tarzan von der Kiefer und begann, im belagerten Land emsig zu rackern. Mit federnden Schritten bewegte er sich zum oval geformten Gerippe aus Holzzweigen, das mit der Wetterplane von meinem Auto abgedeckt war. Unmissverständlich erklärte er mir, dass es sich bei diesem Bauwerk um keine Pflanzerei handle, sondern um eine Schwitzhütte, deren Öffnung stets nach Osten gerichtet sein müsse. Dann gewährte er mir kurz Einblick ins Innere des Gerippes, bei dem die Zweige kuppelförmig so in den Boden gesteckt worden waren, dass sie die vier Weltviertel symbolisierten. Die heißen Steine, die er anschließend aus dem Feuerloch heranschleppte und in der Mitte der Schwitzhütte in einer Vertiefung gelegt hatte, galten nun sinnbildlich für die Mitte des Kosmos. Er sprach von der materiellen Kraft dieser Steine und in der immateriellen des Dampfes, den er heraufbeschwöre, indem er Wasser auf die Steine gießen werde, und der reinigende Dampf ihn von der Besudelung durch seinen unwürdigen Bruder, also mir, befreien sollte. Dann lobte er den großen Geist und seine Mutter und die Kräfte der vier Himmelsrichtungen ein. Bevor er nun die Türplane verschloss, zog er sich splitternackt aus und reichte mir sein Gewand. Ich wollte mit dem Unfug nichts mehr zu tun haben, zumal die Tage im Büro auch kein Honiglecken waren. Da stand ich also in der einen Hand meine Aktentasche, in der anderen die Mokassins und das Gewand meines Bruders. Eine Unterhose hatte er sowieso nicht. Gestresst wie ich war, legte ich seine Sachen auf seinen schanzartigen Erdhügel, der, wie ich später erfahren sollte, den er, wie ich später erfahren sollte, als Altar verwendete. Skurriles kannst du lesen, nicht wahr, liebe Linde? Obwohl es eine zwanghafte Aufnötigung ist, bilde ich mir als Schutzmaßnahme ein, dass ich dich ab und zu anrufen muss, wie eine Heilige in einem Gebet. Das hilft, macht stark. Gegen die Frau, die da von mir das zweite Fenster öffnet und dabei ihre Gestik übertreibt, damit es so aussieht, als öffnen sie eine Schleuse und noch mehr Kälte flutet herein. Diese ominöse Frau entledigt sich ihrer Gummistiefel. Mann, oh Mann, hat die Beine. Diese Beine sind die reinste Anmache, die purste Aufgeilung. Kannst du dich übrigens an die linken Männchen erinnern, diese Dinge im Tee oder was das für ein Zeug war? Mit diesen Figuren haben wir auch Indianer gespielt. Natürlich Indianer-Baby. Übrigens war ich niemals in dir. Zumindest nicht mit dem gewissen Ding. Höchstens mit dem Zeigefinger. Ich habe den Zeigefinger tagelang, was schreie ich, wochenlang nicht gewaschen, sondern immer wieder daran gerochen. Ich habe daran gerochen, wofür ich mich auch kein bisschen schäme.
Liebe riecht stark wie eine warme, wie warme Scheiße. Was hindert mich eigentlich noch daran aufzuspringen und mir dieses Weib unter den Nagel zu reißen? Mit dieser Bohnenstange über den Tisch zu knicken und mir das zu holen von Putzfetzen mit nackten Beinen und roten Gummistiefeln, was du mir verweigert hast. Was? Herrgott nochmal, vielleicht befürchten, dass ich bei dieser mörderischen Kälte keinen Ständer mehr kriege. Nie mehr Ständer, nie mehr standhaft. Putzfrau, bleib da! Der Stift ist leer. Ich will nach einem neuen greifen. Die Frau gibt mir einen. Und ich nehme den Kuli und bedanke mich, indem ich nicke, bevor das Mistschick das dritte Fenster öffnet und mir die Lungenentzündung schon so sicher ist, wie du es mir nie warst. Als sich die Frau weit aus dem Fenster beugt, ihr Hintern in der Luft. Da war also die Schwitzhütte, von der ich weiß Gott, was erhoffte. Hugo war auf meinen Husten aufmerksam geworden. Er fragte, was ich wolle. Ich konterte mit reibeisen Stimme, ob er wisse, dass er sich auf meinem Grund und Boden befände, den mir Vater rechtmäßig hinterlassen habe. Daraufhin setzte er seinem Treiben die Krone auf und behauptete, dass Vater in geistiger Verwirrung gehandelt habe. Denn wie es in diesem Hause und bei unserer Familie seit Generationen das Gebot sei, bekomme zufolge dieses Gesetzes der Erstvermählte das gesamte Anwesen und die sichere Fortkommenschaft unseres Fleisches und Blutes zu gewährleisten. Wie er nach seiner Rückkehr habe feststellen müssen, sei er nicht einmal jetzt nach so vielen Jahren die erbschaftsberechtigende Vermählung bei mir erfolgt, geschweige denn der seit Geschlechtsgründung geforderte Kindersegen durch mich eingetroffen. Ha! Nun zeigt der Häuptling stinkende Wolke vom Stamm der Blemblem endlich sein wahres Gesicht. Ich holte tief Luft und konterte mit eurer Scheidung. Das traf. Er gab gar unchristliche Flüche von sich. Wetten, dass er vor mir Angst hatte? Bestimmt, denn sonst hätte er sich wohl kaum den Vorwurf der Schuldzuweisung an mich verkniffen. Feige Kröte, dachte ich. Es hätte mir nämlich ein ganz besonderes Vergnügen bereitet, seine Eifersüchteleien mit ein bisschen sadistischem Background zu bespicken, damit ich den aufmüpfigen Kröppel aus der Reserve hätte locken und bei den Haarzotteln herausziehen können. Diesen Gefallen tat er mir nicht, sondern beließ es bei der Erbschaftsanfechtung, die er mir ja ganz dezent auf dem Silbertablett serviert hatte und dann noch den mich total entwurzelten Satz nachschob, dass diese Klausel mit Heirat und gesicherter Nachfolgeschaft gerade in unseren Breiten sehr häufig sei. Ich wollte brüllen wie ein Stier, aber meine Erkrankung erlaubte nur ein schwaches Geknurre. Nur gut, dass die Axt versperrt im Schuppen ruhte. Ich wollte mich ins Haus zurückziehen, da kam mir die rettende Idee, dass ich Hugo einfach bei der Polizei melden sollte. Und treffen Sie ihn in diesem Zustand, nackt, voll Dreck, in der Schwitzhütte an, würden Sie bestimmt nicht lange fackeln, zumal ich mich auch ein wenig bedroht fühlte. Konnte ich angeben, nachdrücklich sozusagen, falls Sie nicht gleich kapieren würden. Ich schlich ans Telefon, ließ siegesichert den Finger kreisen und während ich auf die Beamten wartete, wärmte ich die Honigmilch auf und tauchte nochmals überschwänglich ins helle Gold und malte mir Hugos Verhaftung nach dem Modell amerikanischer Gangsterfilme aus. Endlich trafen die beinharten Cops ein, die zu meinem Bedauern nur routinemäßig läuteten und sich als ziemlich übermüdete Milchgesichter entpuppten. Sie dachten gar nicht daran, sich an meine Aufregung anzukoppeln, sondern spazierten erst einmal lässig in den Flur und ich musste meinen Anruf rechtfertigen.
Ich wies sie in den Garten hinaus, berichtete unverzüglich vom Verrückten. Während der eine seelenruhig meine Taten aufnahm, machte der andere sich auf in den Garten. Ich Idiot rief ihm noch meinen Bedenken nach, wenn er da allein hinausginge und wollte so auf Hugos etwaige Gemeingefährlichkeit hindeuten. Ich musste auf den Beamten, der bei mir geblieben war, einen sehr nervösen Eindruck gemacht haben, denn er besaß die Unverfrorenheit, mich zu fragen, ob ich es mit den Nerven hätte, was denn mit meiner Stimme los sei und ob ich schon so ganz alleine hier lebte. Ich musste strikt darauf hinweisen, dass nicht ich das Problem sei, sondern der Verrückte im Garten und wie er sich denn verhalten würde, wenn ein Nackter plötzlich in seinem Garten wahnsinnige Zeremonien abhielte. Ehe er mit seiner Maßregelung meiner Person ihm als Amtsperson gegenüber fertig war, dröhnte schallendes Gelächter aus dem Garten herein, worauf ich mit meiner Rechtfertigungsmanie noch meinte, jetzt würde er selbst hören. Wir eilten in den Garten und da war dieses falsche Luder von Hugo wieder voll in Aktion getreten. Der von mir als verrückt titulierte, reichte dem Beamten einen Apfel und ich konnte auch noch hören, wie er über diese bei uns selten vorkommende Kronprinz Rudolf Sorte Auskunft gab. Mein Beamter sah nur kurz zu Hugo hin, der in voller Gärtnermontur drüben neben einem frischen Beet stand, wo zuvor noch die Spitzhütte gewesen war. Und dann musterte er mich sehr lange und forschend, wie ich so dastand mit Hausmantel, mit Schlapfen voller Erde und das Badetuch um den Hals geschlungen. Hugo schwang eifrig den Rechen und rief voll Gartentragen herüber, dass das Salatbeet doch heute gesät werden könne und ob ich auch nicht den Samen vergessen hätte, den er mir aufgetragen habe, der bei Vollmond stets eine ideale Saatzeit sei. Ich schalte umher, die Schwitzhütte suchen oder zumindest einige Überreste, nichts. Es war alles auf seinem angestammten Platz. Hugo stellte den Rechen beiseite und wischte sich die Hände an der Schürze ab, um meinem Inspektor auch ein rotwangiges Äpfelchen zu überreichen. Dann unterhielten sich alle drei und wieder wurde gelacht und genickt und Hugo wies ihnen den Weg durch den Garten, damit sie nicht nochmals durchs Haus müssten an mir vorbei. Und ich stand da wie ein begossener Pudel und wurde von der Exekutive keines Blickes mehr für wert erwartet. Dass es um diese Jahreszeit nie und nimmer Saatzeit sein konnte, bedachten diese beiden Klugscheißer natürlich nicht. Nun war ich es, der die Polizei beim Dürrl hinaushaben wollte, damit ich dieses Scheinheiligste aller scheinheiligen Aase ungestört und ganz für mich allein gegen die Mauer quetschen konnte. Sie fuhren erst dann ab, als sie mich zum Vordereingang des Hauses hineingehen sahen. Ich fasste den Entschluss, meinen Arzt zu holen, falls die Halsschmerzen am nächsten Morgen nicht weg wären, denn meine Arbeit erforderte den ganzen Mann. Dank der Pharmazie verlief die Nacht für mich ruhig, wie schon lange nicht mehr. Hugo hätte mir das Haus anzünden können und ich hätte nichts gemerkt. So weit hatte er mich also schon zermürbt, mit seinem garstigen Zauber, dass ich wie ein leckes Boot auf den Wasserfall zutreiben sollte. Nach etlichen Stunden qualvollen Wartens trat er endlich ein. Mich verdutzte sein helles, überaus freundliches Erscheinen, das ihm seit Jahren abhanden gekommen schien. Er begann routinemäßig mit der Untersuchung, tastete meinen Hals sanft ab, was ihm offensichtlich größte Freude bereitete, denn er grinste mich mit kindlichem Frohsinn an
und tat so, als wäre die Behandlung meiner Beschwerden eine ganz einfache und zudem noch spaßmachende Angelegenheit. Allmählich hatte er Mitleid und holte zu einer ausführlichen Erklärung seines unorthodoxen Vorgehens aus. Der Doktor erzählte von einem Mann der Spezies Wunderheiler. Der Wunderheiler war im Indianerlook, der ihn am Morgen, eben als ich meinen Anruf tätigte, nach einer vorschriftsgemäßen Anmeldung wohlgemerkt in seiner Ordination aufsuchte und sich erbat, diejenigen Patienten in den Untersuchungsraum zu bitten, die es mit dem Hals hätten. Also fragte er im Wartezimmer und tatsächlich laborierten zwei seiner Stammpatienten an groben Halsschmerzen, die sie fast am Sprechen hinderte. Der Medizinmann, so nannte er ihn, ordnete den beiden an, sie sollten ihren Oberkörper freimachen. Und dann befahl er sie auf die Betten. Als der Doktor vom toten Hahn zu berichten begann, mit dessen Schnabel der Medizinmann an den Hälsen der Patienten auf und ab fuhr, war ich sicher, dass mein Hugo sein schindluderhaftes Unwesen getrieben hatte. Und da auch mein Hausarzt einen derart präparierten Hahnenkopf hervorzauberte und mich damit beglückte. Meine Kehle wurde zusehends freier und der Doktor rief nochmals ganz fasziniert und eingenommen vom Wunderlichen: Ja, so, genau so hat das gemacht und wie das gewirkt hat. Dann gaffte er mich an. Na, hat's auch bei Ihnen gewirkt? Ich hielt die Hand bereits seit den ersten Sätzen seiner Schilderung, in denen ich Hugo erahnte, geballt und ich wusste, wenn ich jetzt normal und ohne Schmerzen antworten könnte, würde ich meinen ehrwürdigen Hautarzt eine voll auf den Rüssel langen. Aber dank seines unruhigen und noch dazu aufgewühlten Wesens war er außer Reichweite. Am Köfferchen holte ein Fläschchen Hustensaft und Lutschtabletten hervor, gab sie mir mit den verzeihlichen Worten, dass die Heilung bei diesen Naturvölkern eben sehr vom Zufall abhinge. Fazit, ich wechselte unseren angestammten Hausarzt. Nachmittags ging ich dennoch ins Büro und gab vor, Migräne gehabt zu haben, mit Leistung war nichts. Dafür lümmelte ich wie ein Rindvieh und kaute die Lutschtabletten restlos weg. Ich verließ vorzeitig das Büro, was auch der Chef für das Klügste hielt, und begab mich auf den Nachhauseweg, wobei ich einen Abstecher in ein schmuddeliges Geschäft wagte, in dem Artikel aus Militärbeständen aus aller Herren Länder zusammengetragen waren. Mein Interesse galt einem sehr handlich auf Knopfdruck ausfahrenden Schlagstock, den ich mir ohne Zögern aneignete. Die Frau am Fensterstock stiert nicht mehr in die Häuserschlucht hinab, sondern wendet sich um und nimmt meinen unermüdlichen Eifer erfreut zur Kenntnis. Sie wird mir in diesen Minuten des Schreibens sehr sympathisch, wenn ich auch ahne, dass sie eine starke existenzielle Gefahr für mich bedeuten kann, von der ich mich aber auf ganz unbestimmte Weise angezogen fühle. Sie ist mit Fenster Nummer 3 und 4 fertig und beginnt sich nun auf das fünfte und somit vorletzte zu konzentrieren. Auch ihr macht der Frost zu schaffen. Sie kann es nicht verbergen, obwohl sie versucht, ihre Kälteempfindung mir gegenüber zu verleugnen. Okay, mich friert auch. Und zwar ordentlich. Und als hätte ich es nach der Pseudo-Reinigung des ersten geöffneten Fensters prophezeit, die Frau geht an die Zentralheizung heran und schraubt die Verstellungsschraube auf volle Pulle heraus. Na bestens. Wenigstens dauert es nicht mehr lange und die absolute Spitze ihrer unerklärlichen Aktivitäten ist erreicht. Was könnte sie noch anstellen? Höchstens die Büroausstattung samt der teuren Schreibmaschine zum Fenster rauswerfen. Was ich ihr jedoch kaum zutraue, denn ich weiß intuitiv, dass diese Angelegenheit hier und jetzt nur uns etwas angeht.
Doch würde sie diesen Fenstersturz wagen, wäre automatisch die Welt draußen in unser grausames Spiel mit einbezogen. Und es wäre nur eine Frage der Zeit, bis sich Sicherheitspersonen aufkreuzen und dem Spuk ein Ende setzen würden. Sie beherrscht sich, lässt die Dinge auf ihren Platz, obwohl es ihr schwer fällt und ihre Spannung an meiner schreibenden Hand elektrisierend wechselt. Manchmal erinnert sie mich an dich. Hugo, der Feind hatte wieder seine Schwitzhütte errichtet. Da waren zum einen die bunten Streifen, die mir immer sonderlicher ins Auge stachen. Der Bursche hatte auch einen Girlandentick. Dann erkannte ich, dass die Balkontür von Hugos Zimmer nicht mehr dort war, wo sie sein sollte. Selbiges nicht vorhanden sein, musste ich auch beim Fenster feststellen. Ich wollte trotzdem gute Miene zum bösen Spiel machen, redete mir ein, dass ich Hugo an eine Generalüberholung des Fensters und der Tür machte. Der autosuggerierte Pluspunkt verwischte sich schon bald, da ich bei meiner weiteren Inspektion des Gartens nichts von Hugos Werkfreundlichkeit bemerkte, dafür aber zu meiner tiefsten Bestürzung sah, dass Fenster und Tür achtlos weggestellt am Tor lehnte, wo noch einiges Gerümpel zum Abtransport für die Müllabfuhr bereitstand. Und dann kam wieder Staunen über den großen Häuptling. Während ich ihn beobachtete, wie er anstelle von Tür und Fenster bunte Perlenschnüre an den Rahmen anbrachte. Auf dem Weg in den Keller blieb ich fatalerweise an der Bar hängen und die Brechstange wechselte in eine Flasche Cognac. Die jahrelange Abstinenz war mit einem Griff dahin, der bernsteinfarbene Tropfen schmeckte mir vorzüglich und die rosa Brille sollte mich bald rot sehen lassen. Es mussten Stunden verstrichen sein, die ich mit meinen Hirngespinsten verbracht hatte, denn ein ungewohntes Geräusch hob meinen dösenden Zustand auf und ließ mich nüchtern werden. Ich reckte mich am Fenster und sah, wie sein Kopf sich an der Mauer auf und ab bewegte, so als würde jemand Fenster putzen oder etwas streichen. Was tat er? Was würde ich noch tun? Plötzlich brächte ich in den Garten, wo ich Hugo bei einer Schmiererei ertappte. Er ignorierte mich, bis ich ihm Pinsel und Farbtopf entriss, sah, dass ich zu spät gekommen war. Denn über die gesamte Länge der Gartenseite gelegenen Hausfront hatte er zwei Worte geschrieben, auf die ich aber keinen Reim machen konnte. Diese Worte, er bezeichnete sie als Schlüsselworte, waren Wounded Knee. Um zu begreifen, was das bedeutet, sei ich zu dumm, meinte er. Das genügte. Ich holte meinen Schlagstock, mit dem ich ihm eins überziehen wollte, was durch seine entwaffnende Beschwichtigung dann aber doch nicht geschah. Dass er nie und nimmer das Recht hätte, aus meinem Besitz ein Indianerlager zu machen und ich mir diese ruinöse Verschandelung keinesfalls gefallen ließe, schien er zu überhören. Ich bestand darauf, dass er diese Schmiererei sofort von der Mauer entfernen müsse, wie auch all die wehenden Bänder und Tür und Fenster wieder einzusetzen hätte, was durchaus zu bewerkstelligen sei, da der Mond genügend schiene. Daraufhin fing Hugo an, fürchterlich zu heulen, wälzte sich am Boden. Ich war fassungslos und half dem Kerl auch noch hoch. Ich bekam Mitleid, was ich mir bis heute nicht erklären kann. Sogar das verschmierte Gesicht reinigte ich ihm. Und trotz allem lud ich ihn zur Stärkung auf einen Cognac ein. Und während er sich setzte, bekam er wieder Farbe und meinte, das Glas abweisend, das Rothaut nur Fusel tränken. Das müsse ich doch wissen. Verdammt, warum hatte ich ihn nicht einfach liegen lassen? Ich grübelte, bis ich eine Teillösung unseres Problems ausheckte, deren Aufhänger in der Überlegung verankert war, dass man Affen in ihrem Dschungel lassen soll.
Daher fasste ich den Entschluss, mit Hugo eine Vorstellung unserer Karl-May-Festspiele zu besuchen, wenn er sich bereit erklärte, die Schrift von der Wand zu waschen. Am Morgen stellte ich dem Kind ein Ultimatum und in 0, nichts war mit Waschlauge und Bürste auf dem Mokassin, sodass ich ihn noch vor meinem Gang ins Büro schwitzen sah. Auf diese Tour bekam ich ihn also in den Griff, dachte ich. Im Lauf des Vormittags platzte erneute Bombe. Sie kam in Form des mit mir befreundeten Briefträgers aus dem Telefon. Ich konnte es nicht glauben, was ich hörte. Da fragte mich der Briefträger, ob mir ein Mann mit dem klingenden Namen Datonka Jotanka bekannt sei, worauf ich verneinte. Doch nachdem ich ihn um eine Beschreibung des Unbekannten gebeten hatte, war für mich klar, dass Hugo wieder an seinem Süppchen kochte. In nächster Zukunft würden unter anderem Briefe auf diesen Namen in sein Haus, wohlgemerkt in sein Haus flattern, hatte er gesagt, da er jetzt hier seine Zelte aufschlüge und in spätestens einem Monat mein Name von dieser Anschrift hier verschwinden werde. Der Noch-Hausherr wisse bereits, worum es sich handle und dass die nötigen Schritte in nächster Zeit von Tatonka Jotanka eingeleitet würden. Das sei eben der Lauf der Dinge. Der Briefträger holte Luft, die mir natürlich wegblieb, und fragte mich allen Ernstes, wo ich denn hinziehen wolle und ob das beruflich bedingt sei, worauf ich um einen Moment Nachdenkpause bitten müsste, denn gehemmt war kein Ausdruck, wie mir zumute war. Ich stotterte was von einem Irrtum und merkte zu meiner Erleichterung, dass auch der Briefträger das Ganze eher für einen Scherz hielt, wenngleich für einen recht geschmacklosen und noch dazu ans Kriminelle grenzende. Okay. Für den Dienst war ich wieder untauglich und so fiel mir nichts Besseres ein, als raus zum Steinbruch. Ich hatte keine Ahnung, was ich hier trieb, wusste nur, dass ich diesem Idioten versprochen hatte, das Spektakel zu besuchen. Hugo stand bereits in vollem Häuptlingsaufputz am Tor und hatte zuvor gewisse Schwierigkeiten, damit seine Kopfschmuckfedern nicht am Autodach des Taxis knicken. Der Taxler witzelte, Hugo nickte gelangweilt, denn er war schon ganz und gar entrückt und ich schämte mich in Grund und Boden. Vor der Kasse war ein ziemlicher Ansturm, jedoch standen die Leute diszipliniert in Zweierreihen. Hugo erregte sofort Aufsehen, was er sichtlich genoss, und er dachte gar nicht daran, sich in die Reihe einzuordnen. Beim Marterpfahl an der Kasse posierte er für einige Fotografen und es bestärkte ihn, sich sogleich zu den Darstellern hinter den Zaun, den er mit einem gekonnten Sprung nahm, zu gesellen. Er kundschaftete seine gelobten Jagdgründe aus und war zufrieden. Bald sammelte sich eine Schar von Darstellern um ihn und da kam, was kommen musste. Sie verwiesen ihn auf die Zuschauerplätze, was er nicht akzeptieren wollte, sodass ich mich einschalten musste, bevor seine Brüder die Ordner riefen, was bestimmt ein gröberes Handgemenge zur Erfolge gehabt hätte. Ich beschwichtigte ihn mit der besseren Aussicht, die von den oberen Rängen zu genießen war, und er eilte sogleich hoch hinauf, wo er die Arme verschränkte und wie ein Gockelhahn hin und her stolzierte. Ich ging zu ihm hoch, wodurch ich voll dem Hitzestau an dieser Kesselwand ausgesetzt war, wollte ihn jetzt, da mir der Augenblick seines euphorischen Zustands günstig schien, in einer Aussprache stellen. Den roten Faden nahm ich auf,
indem ich mich behutsam danach erkundigte, ob er einen Mann namens Katonka Jotanka kenne. Er wandte sich mir zu, legte die Hand auf meine Schulter, sah mir tief und fest in die Augen und verzieh mir, da ich eben schwach im Geiste sei und nicht einmal den Namen des leiblichen Bruders kenne, der da Tatonka Jotanka heiße, bei den Bleichgesichtern besser als Sitting Bull bekannt. Hugo nahm Platz und einige Kinder wagten sich an ihn heran, mit denen er gleich liebäugelte und, wie ich bemerkte, tippte er sich gegen die Stirn, um anschließend auf mich zu weisen. Die Kinder kicherten mich an und drängten sich zwischen den Häuptling und meine Wenigkeit, dem Fremdkörper. Hugo konnte nicht ruhig sitzen, probierte verschiedene Plätze aus, bis die Vorstellung begann, war er die Attraktion für die Kinder, denen er sogar erlaubte, seinen Kopfschmuck aufzusetzen. Hugo winkte seinen Brüdern zu. Endlich, nach 2 Stunden krepierte Winnetou und ich musste meinem fassungslosen Bruder den Rotz von der Nase wischen. Das Publikum gab stehende Ovationen denen, ich erleichtert Folge leistete. Ich hoffte auf Hugos Befriedigung, der plötzlich nicht mehr anwesend war, wohl das traurige Ende nicht akzeptieren konnte. Und wie ich mich umsah, erblickte ich ein Kind, das auf den Geröllhang über uns deutete und rief, Sitting Bull, Sitting Bull. Was blieb mir anderes übrig, meinen Wilden einzufangen gehen? Er fand es nicht der Mühe wert, mir zu antworten, worauf ich wieder einige Schritte aufwärts tat. Und als ich am Felsvorsprung stand, preschte er wie ein wilder Stier den Weg herab, der mehr eine Rinne war, und da ich nicht rechtzeitig ausweichen konnte, rempelte er mich so, dass ich gegen den vorstehenden Stein schlug und Hugo von mir abprallte. Ich sah noch, wie er die Arme ausbreitete, einen irrwitzigen Aderschrei ausstieß und über die Böschung glitt, hinein ins Reservat. Ich meine natürlich in den Naturpark verschwand. Diesmal, ich muss es gestehen, ging ich ihn nicht mehr suchen. Jetzt tritt die Putzfrau wieder an meinen Schreibtisch und hat glasige Augen, die von Tränen herrühren, die bei diesem Minus auf ihren Wangen gefrieren. Und als sie nun das 6. Fenster geöffnet, prasseln ihre Tränenkugeln wie aus Gewehren abgefeuert auf das Gesims und schwungvolle Geistertänzer wehen Schneeflöckchen herein. Es war für mich von Anfang an klar, dass sich eure Verbindung totlaufen würde, die nicht zu überhörenden Vorwürfe, dass auch ich mein Schärflein dazu beigetragen hätte, sind aus der Luft gegriffen. Das bisschen Schmusen auf dem Sofa, wobei er uns ertappte, konnte doch nicht ausschlaggebend gewesen sein für Hugos Ausrasten. Im Übrigen hast du dich ja gewehrt, oder vielmehr hast du mich abgewehrt, als du bemerktest, dass Hugo in die Wohnung schlich und uns in flagrante stellte, wie er es später zum Ausdruck brachte. Dabei war ja nichts, außer der freundschaftlichen Balgerei auf dem Sofa. Dass ich mein Hemd ausgezogen hatte, war wegen der Hitze. Und dass es dir keinen Spaß gemacht hätte, wenn es zum Äußersten gekommen wäre, ist doch völlig bei den Haaren herbeigezogen. Wodurch mich dein Heulen auch so irritierte, obwohl wir uns lange genug kannten und zwischen uns wirklich mehr herrschte als ein bisschen Sympathie. Zumal es ja einen Tag nach Weihnachten war und du dich über mein verspätetes Geschenk wahnsinnig freutest und mir um den Hals fielst, weshalb wir dann auf dem Sofa landeten und ich deine Euphorie vielleicht doch
falsch auffasste, obwohl du mir am Telefon Stunden vorher klagtest, dass dein Hugo nicht einmal an den Feiertagen in der Wohnung bliebe. Was für mich natürlich eine gewisse Aufforderung bedeutete. Und dann nahm der Halunke meinen kleinen Annäherungsversuch zum Anlass, damit er von dir loskam und sich als freier, wilder Mann verwirklichen konnte. Als ob ich nicht von vornherein gewusst hätte, dass er nur auf die passende Gelegenheit lauerte, um seinen kläglichen Eifersuchtsszene, so etwas vom Othello bei den Laientheatertagen, in Hintertupfen über die Runden zu bringen. Du enthieltest dich ja einer weiteren Stellungnahme und kamst aus dem Heulen nicht heraus, was natürlich ein Fehler war. Denn da verstehe ich Hugo schon, wenn er mir in dieser Situation keinen Glauben schenkte oder gar nicht zuhörte und nur Koffer packen ging. Hugo hatte es gründlich satt und dieser Ansicht bin ich heute noch. Ich war bloß das Sprungbrett aus seinem Ehehafen. Übrigens kannst du mir ruhigen Gewissen auch einmal schreiben. Eigentlich war ich doch sehr verärgert, da du bei eurem Scheidungsrichter beantragtest, ich dürfe mich unter keinen Umständen mehr in deiner Wohnung blicken lassen. Noch heute, nach so vielen Jahren, habe ich diese gerichtliche Verfügung aufbewahrt. Meine Vermutung, dass Hugo hinter dieser Bandschlagung stecken musste, gab ich auf, da er mir hoch und heilig versicherte, er hätte von dieser Angelegenheit nichts gewusst. Was mich umso tiefer traf, da ich insgeheim doch hoffte, ich könnte mit dir ein klärendes Gespräch führen, was dich endlich auf die richtige Bahn bringen würde. Ich hätte wohl lieber darauf warten sollen, bis du mit roten Gummistiefeln herumgelaufen wärst, damit ich ein eindeutiges Signal von dir bekommen hätte. Was kann denn ich dafür, dass man im Winter keine Gummistiefel trägt und Hugo am Ehefuß dermaßen litt, dass der falsche Hund mich, seinen Bruder des Beischlafs, mit dir bezichtigte und es war doch auch das Wort Vergewaltigung gefallen und diese Beschuldigung kam von dir, liebe Linde, wenn ich mich recht entsinne. Inmitten der Heulesuserei stieg dieses Wort ins Zimmer und verpestete unsere Verwandtschaft. Wie aufgehängte Indianer baumelt die Parallele dieser schmutzigen Vokabel und der pantomimischen Orgie des roten Putzteufels. Das ist es also. Jetzt weiß ich, dass konsequent brutale Wiederholung sich ereignet, mit für mich ebenso fatalen Folgen wie für dich. Jawohl, ich muss das attackierende Wort fatal aus der zuckenden Kuliader bluten lassen und befehle dir die Frage, Linde, wer ist diese Frau, schreibe ich, und du musst lesen. Wer in Gottes Namen bist du geworden, schreibe ich, und du wirst hoffentlich lesen, wie ich dir eingangs anriet, in bequemer Ruhelage, du Liebhaberin von Briefen, die dir in die Einsamkeit weben. Dein dir stets ergebener General George Armstrong Custer. Postskriptum. Jetzt kann ich endlich den Schreibtisch ablegen, mich erheben, um meinen eingeschlafenen und frierenden Gliedern etwas Bewegung verschaffen, indem ich ihrem Wink Folge leiste und der reinemache Frau beim Putzen der Fenster behilflich bin, die ich trotz der Abschlussgefahr von außen anschleiche, damit morgen die Klarheit herrscht. Danke.
kompletten Text euch aneignet, normalerweise 12 Euro, heute für euch nur einen rundigen 10er. Danke.